Hey ho, Menschen, und willkommen zurück, ja, meine Damen und Herren, zu einem neuen GPL-Fight, ja, Ja, zum quasi. neuen GPL-Fight, meine lieben Freunde. Spieltag 2 gegen Luca. Und dabei ist sogar der Liebe. Stefan Raab. Genau, Stefan Das Raab, Stefan genau. Rahmen, ja. Ja, also der liebe Melevis ist da mal wieder dabei. Ihr solltet ihn langsam kennen. Also er ist Was? auch dafür Was? Wer? bekannt. Wer? Ist auch dafür bekannt, dass er wirklich Stefan Raab sehr gut imitieren kann. Deswegen, er muss einfach dabei sein und meinen Kampf damit anmoderieren. Oh yeah. Und heute haben wir den zweiten Spieltag gegen Wildcats und Wildcats in-house, In müsste der auch noch sein. Haus. Ja, natürlich. Auf jeden Fall, ihr wisst gar nicht, wie angespannt ich bei diesem Kampf war und das hat sich auch in einigen Missplays in diesem Spiel beweisbar gemacht, sagt, kann man so sagen, wie es sagt Ja, man. ja. Hat sich gezeigt. Sagt man Hat es sich einfach auf so. jeden Fall gezeigt. Na, jedenfalls, ich weiß auch gar nicht, was ich zu diesem Kampf so sagen soll. Ich bin gerade ein bisschen perplex, weil der Levius die ganze Zeit hinter mir steht und seine Hand um meinen Hals legt. Und den Aber Hals, um jetzt, ja. ja, richtig, aber um zur Professionalität zurückzukommen, kommt er auf jeden Fall mit einem ekligen Team, so kennen wir es von dem lieben Luca. Etwas unerwartet waren auch einige Picks, die er gewählt hat. Zum Beispiel habe ich auch extrem erwartet, dass er Machomai mitnehmen wird, einfach aus dem Grund, dass Machomai mit Dynamic Punch, also Wuchtschlag, wirklich alles aus meinem Team gut treffen kann und so auch alles verwirren kann. Eigentlich ist Machomai, finde ich, mit seiner Coverage, die es haben kann, kann es wirklich sehr viel in meinem Team treffen. Es ist halt ein kleines Meistergriff. Und mit Cresselia, welches er auch hatte und wovor ich auch am meisten Angst hatte, war wirklich ein Trick Room Machomai Combo. Davor hatte ich Oh. wirklich Angst, das hätte mein Ja. Team echt gewreckt. Wenn man jetzt sich mal die 11 Picks in meinem Team anguckt, vielleicht kann ich das gar nicht so. Ne, eben, ich hab's gar nicht auf. Auf jeden Fall. Such Professionality, wie Such immer. professionell, wie immer, ja. Auf jeden Fall war ich auch sehr verwirrt, als er dieses Pokémon nicht dabei hatte. Als nächstes hatte ich auf jeden Fall sein Venusaur erwartet. Einfach weil Venusaur wirklich gegen Es jedes. funktioniert so gut. Es funktioniert gegen jedes Team wirklich gut. Ich habe nicht damit gerechnet, aber ich wollte auf jeden Fall damit gewappnet sein. Deswegen habe ich mein X-Blatt dabei, welches kein Item trägt und mit Verhöhner, Akrobatik, Ruheort und Kehrtwende diesen Chor eigentlich ganz schön gut schaden kann. Kehrtwende, um Heatwind auszuweichen und Akrobatik und Verhöhner, um Visaflor zu wecken. Ist eine gute Idee, ne? Finde ich auf jeden Fall eine gute Idee. Du hättest vielleicht die Citrusbeere drauf packen können, aber in manchen Fällen möchte man dann einfach gleich schon die stärkere Akrobatik haben. Von daher. Richtig, richtig und Außerdem hast du sowas safe in der Knockoff von Cherox. das auch noch. Auf jeden Fall habe ich noch, um weiter im Mega Visaflor entgegenzukommen, weil Mega Visaflor, ihr könnt gar nicht wissen, wie stark ich dieses Pokémon verabscheue. Deswegen habe ich da noch ein Pokémon, meinen Heatwind, mit dem Item, wie heißt das, Schutzbrille, womit es ihm erlaubt, nicht durch Schlafpuder eingeschläfert zu werden. Also Schlafpuder hat da keine Wirkung. Ich habe wirklich stark damit gerechnet, weil Mega Visaflor eigentlich nicht so viel in meinem Team machen kann, einfach wegen X-Bart. Deswegen habe ich gedacht, ja, der will bestimmt meinen X-Bart einschläfern oder irgendwas anderes. Also er kann nichts gegen X-Bart machen. Das mit seiner Coverage, die es hat, kann es nichts machen. Deswegen war ich mir eigentlich sicher, dass er Schlafpuder mitnimmt. Auf jeden Das. Fall kam dann, ja, was sollst du Ja, sagen? das ist ja auch relativ sicher zu erwarten, denn ein schlafendes Pokémon im gegnerischen Team ist eigentlich immer sehr, sehr praktisch. Gerade wenn einem so ein Venusaur gegenübersteht, das auch mal gerne offensiv gespielt wird, dann möchte man da nicht unbedingt mit einem schlafenden Pokémon drin bleiben und dann hat er wieder einen Free-Hit auf ein neues Pokémon. Alles ziemlich praktisch. Ja, auf jeden Fall habe ich damit echt stark gerechnet. Ja. Auf jeden Fall war auch eines wirklich der gefährlichsten Pokémon, die ich hier in seinem Team gesehen habe, sein Raikou, weil es einfach meinen X-Bart mit einem Wahlschall outspeeden kann, wovor ich wirklich extrem viel Angst hatte. Ich wollte mein X-Bart, also mein X-Bart war wirklich das Pokémon, worum sich dieses Team dreht. Also ich habe es ja auch schon im letzten Part angemerkt, es gibt immer ein Pokémon, worum sich die in meinen Teams drehen werden. Und diesmal war es wirklich X-Bart. Und mit einem Wahlschall Raikou hätte er dieses wirklich sehr gut gecheckt. Des Weiteren sein Hunchcore, beziehungsweise auf Deutsch, wie heißt das? Kampfschiff. Kampfschiff. Das habe ich auf jeden Fall sehr, sehr stark predicted, weil ich ein
in gewisser Weise ein Turbutz als Signature habe, welches dieses Mega Visa-Floor, welches er hat, auf jeden Fall sehr hart treffen könnte. Oh, ja. Deswegen habe ich damit gerechnet, er wird damit rechnen. Habe ich aber im Endeffekt nicht mitgenommen. Und um damit er diesen entgegenkommen kann, wird er wahrscheinlich eine Verfolgung Krampfschiff spielen. Das war meine Prediction zu seinem Team. Was könnte ich noch zu meinem sagen? Auf jeden Fall habe ich noch ein interessantes Sherox, welches mit einem Schwertanz auf jeden Fall gut durch sein Team gehen kann. Aber dazu später mehr. Bist du gespannt, Levis? Ich bin sowas von gespannt. Also Levis wird ja einer der Ersten sein, der diesen Kampf sehen darf, neben Luca OLP. Ja. Da ist er bestimmt sehr gespannt drauf. Ich weiß nicht, wie du hier dich mit einbringen willst, weil ich bin ja ein sehr egoistischer Kommentierer. Was das angeht. Ja, ich werde einfach reden, das ist mir egal. Ich werde dann einfach immer eine Pause machen, dann setzt du einfach ein. Jojo. Luca will mit dir kämpfen und der Kampf geht los. Ich bin so gespannt. So, ich habe es auch auf 150 Speed, damit es auch sehr schnell geht, weil das ist wirklich ein langer Kampf. Er liegt hier mit Raikou, ich mit meinem Pixie, damit ich meine Tarnsteine auslegen will. Schön, weil einfach erstmal scouten. Genau, scouten. Also die Tarnsteine wollte ich einfach wegen seinem Kampfschiff. Ich wollte auch scouten, weil ich mir eigentlich fast sicher war, dass es dieses Pokémon Walschall ist. Und wollte sehen, vielleicht hat er irgendwelche Tricks da drauf. Er geht auf jeden Fall auf seinen Venusaur. Ich war mir sicher, dass er auswechseln wird mit Voltwechsel, weil er das ja schon revealed hat. Geh auf Wunschtraum, damit ich auf jeden Fall einen sicheren Switch in irgendein Pokémon habe. Ja, wieso sollte er auch nicht mit Voltwechsel rausgehen? Richtig. Das macht Schaden. Und naja, das macht Schaden. Auf jeden Fall würde ich auch hier schon mal gucken, ja, würde jetzt den Schlafpuder revealen. Ich wechsle auf Heatwin, kriegt durch Wunschtraum die krassen 13 KP wieder zurück. Das ist aber auch gefährlich. Jetzt kann natürlich auch der Erdbeben kommen. Richtig, aber ich krieg den Burn. Und da kommt der Erdbeben. Richtig, ich wollte natürlich erstmal gucken, ja, was ist sein Moveset? Ich habe wirklich mit dem Schlafpuder gerechnet, aber wie scheit hat das nicht? Bedeutet, ich kann auf meinen Steve Badger gehen. Wie findest du den Namen? Der ist echt gut. Der ist echt gut, ha? Huh? Auf jeden Fall kann er jetzt wieder mit Synthese sich hochheilen und das hat mir auch schon ein bisschen revealed, weil Synthese sehe ich oftmals auf dem offensiven Mega Bisaflor, dass dieses auch offensiv sein wird. Damit habe ich auch ein bisschen gerechnet. Auf jeden Fall habe ich auch auf seinen Switch Catwind eingesetzt, damit ich einfach hier wieder Switch Advantage habe. Und das hat auch gut funktioniert. Jetzt kann er auch die Tarnsteine nicht mehr safe rausbringen und muss sie da auswechseln, was natürlich mit deinem X-Pad sehr wichtig ist. Mhm. Auf jeden Fall geht er jetzt hier wieder raus. Natürlich, was will er mit Sumpex machen? Und eine Verbrennung durch ein Siedewasser wäre auf jeden Fall nicht fassend. Ich habe mir gedacht, ey, Mega-Entwicklung kann ich jetzt safe rausbringen. Free, warum nicht? Ich bleibe einfach auf Siedewasser. Also, warum nicht? Und wie ich auch schon gemerkt habe bei seinem Bisaflor, Steve Badger ist immer ein sicherer Switch in dieses Mega-Bisaflor, welches... Ja, also mein lieber X-Bad, ne? Oh, ja, was willst du dagegen machen? Matschbombe ist resisted, Gigasauger ist resisted, Erdbeben trifft's nicht. Richtig. Und dann hast du noch Synthese. Ja, das macht sowieso nichts. Hier gehe ich einfach auf Akrobatik. Ich dachte, ja, warum sollte ich auch trotzdem resist, ja. Ein Viertel. Also es hat auch fast Max Attack, also warum nicht einfach Acrobatics werden? Dreikopf, das ist so kreativ. Dreikopf ist von Regi Bang. Komm schon, dann, das ist ein cooler Name. Dann nenn's wenigstens Tres Capita, so wie meins, dann ist es wenigstens Latein. Tres Capita? Das ist Lateinisch für Dreikopf. Oh Mann. Wobei in dem Fall drei Köpfe. Alter. Auf jeden Fall bin ich hier auf meinen Pixie gegangen, während er auf seinen Kassier geht. Er wechselt aus. Ich kann meine Tarnsteine rausbringen. Also ich habe auch wirklich entweder mit Trick Room gerechnet oder mit einem Core Mind Setup, weil Core Mind kann man. Ja, also, das ist auf jeden Fall. Das kann man eigentlich immer machen. Ja. Ich habe hier auch ein bisschen, naja, Whisky kann man sagen, weil eine Sludge Bomb hätte auf jeden Fall. Ich muss gerade aufschussen. kommen. Hätte auf jeden Fall kommen können. Aber die kam nicht. Ich konnte Wunschtraum rausbringen und jetzt wieder sicher in meinen. Okay, sicher jetzt nicht, aber guck mal. Er hat wahrscheinlich deinen Protect predicted und wollte deswegen auf Synthese gehen. Das könnte durchaus sein. Auf jeden Fall. Da kommt die Kehrtwende, die sollte auch Schaden machen. Ich habe eigentlich auch hier damit gerechnet, dass er auswechselt, weil ein Dracometer hätte das, glaube ich, jetzt auch schon ausgenommen. Aber dann nicht, dann kann jetzt mein Steve Badger dieses Mega-Visa-Floor sicher Revenge killen. Aber er wechselt aus. Natürlich nicht. Ja, also, möchte er sich noch aufbewahren, ja. Ja, das ist auch sinnvoll. Deswegen, ich glaube, ich bin auch sogar auf Kehrtwende gegangen, oder? Ja, auf Kehrtwende. Okay. Ich kriege einfach Schaden auf dieses Sumpex, was sehr gut ist. Und
durch Überreste wird mir klar, dass auf jeden Fall jetzt kein Bulky Assault West so pickt, sondern wahrscheinlich so ein Tarnsteinleger, welches auch sein einziges Pokémon sein könnte, welches diese rausbringen könnte. Okay, Helmet hätte natürlich jetzt noch eklig sein können, aber... Auf jeden Fall war ich mir... Durch diesen Fakt wusste ich auf jeden Fall, ich kann auf meinen Mega Turtok gehen und ja, auf jeden Fall meine Totalstelle gleich mal wieder wegspinnen. Und da kommt der Rapid Spin. Genau, und das sieht so cool aus mit dem Mega Turtok. Sieht so super aus, also komm schon. Er geht hier auf Cresselia, keine Ahnung warum. Ich habe eigentlich mit einem Rocky Helmet gerechnet, den er auch nicht hatte. Ich weiß nicht, was das für ein Item war. Ich kann hier für Finsteraura gehen und Mega Turtok bekommt den Mega Visaflor Kill. Wann sieht man das denn bitte? Das ist cool. Das hat echt Stil. Das hat echt Stil. Guck dir mal Mega Turtok an. Oh ja. It doesn't care. Es kann, er kann natürlich sein. It just don't care. Siehst du, also das ist wirklich... I love it. Auf jeden Fall gehe ich hier nicht auf... Weder auf... weder auf Hydreigon, noch auf... wie heißt es? Heatwin. Einfach weil... Da hätten Coverage-Moves kommen können, die es diese Pokémon geweckt haben. Deswegen Moonster. Auch ein sehr guter Name. So. Der Scout war recht obvious an der Stelle. Ja, weil Choice Band. Ja. Die Frage kann, ist, ob er jetzt wirklich gebannet ist. Wenn, ja, ja gut, da der Patronentyp jetzt nicht kam, ist er das. Und ich war mir auch sicher, dass an dem Schaden ist er das. Wow. Oh, Crit. Achso, gut. Ich war mir auch sicher, dass es auf keinen Fall jetzt nicht, also dass ein Bullet Punch nicht gereicht hätte. Warte mal. Ich war mir sicher, dass ein Bullet Punch nicht gereicht hätte, weil Pixie Squad. Außer natürlich der Crit wäre jetzt auch gekommen. Ja, und der Crit mich halt schon auf dieser Nur mit Hex kann er gewinnen. Nur mit Hex. Auf jeden Fall geht hier für Lavina. Hat wahrscheinlich predicted, dass ich auf Hydreigon gehe, maybe, possibly. Komischer Play, hätte auf Erdbeben gehen können. Vielleicht hat er auch damit gerechnet, dass er auf Mega Turtok direkt wechselt, um KP wieder hochzuholen, aber die sind natürlich. Okay, das wäre echt dumm gewesen. Warum wird er mit Lavine ein Mega-Turtok-König? Ich nehme zurück, was ich gesagt habe. Ich kann hier auf jeden Fall auf meinen Turtok gehen. Und, Levis, bist du noch da? Ja, ich bin noch da. Ich dachte, du wärst im Disconnect. Nein, nein. Also. Nein, nein, ich beobachte den Kampf nur gespannt. Achso, auf jeden Fall kann ich jetzt den Siedewasser free raushauen und er revealt hier die Citrus Berry. Ja, das ist, I don't care. Mega-Turtok kann das auf jeden Fall gut handeln. Und hier sieht man, deswegen sollte man immer Speed Investment, egal auf welchen Pokémon haben. Yeah. Denn ein Pokémon mit wie viel Speed hat dieses Cresselia? 90 oder so? Hat einen Base Speed von 90. Mein Turtok hat genau genug, um einen Mega, um einen Cresselia zu outspeeden. Und ja, das, ich weiß nicht, ob es einfach nur nicht mitgedacht war von Lucario LP, weil er hat wirklich sehr wenig Speed Creeps, was in der GBL wirklich sehr von Vorteil sein kann oder sehr oft. Echt im Allgemeinen schnelle Pokémon sind ziemlich praktisch. Und gegen sein Team auch, also für die, die in der GBL noch teilnehmen, ihr könnt wirklich Speed creepen, was ihr wollt bei seinem Team. Das fand ich sehr cool. Alle und hier kommt Pokémon mitnehmen und wenn ihr verliert, alle bei Glover beschweren. Auf jeden Fall kommt hier meine Taktik, mein Schwertanz. Also und der Burn? Nein, das war Glück. Das war Glück, das war auch ein bisschen risky von mir gespielt, aber ich habe hier auch genug Speed, um einen Sumpex sicher zu outspeeden. Mein Cherox kann es auf jeden Fall jetzt aus dem Kampf nehmen. Aber hier kommt etwas, ja, was sehr schade ist. Er geht in seinen Mega Cherox, welches Choice Bandit ist, wie wir schon alle wissen, macht den Kraftkoloss und was passiert? Ein Critical Hit. Der hätte nicht gereicht. Das sind 248 KP Investment und das hätte auf jeden Fall nicht gereicht. Aber ich hätte sein Team gesweept, also denk mal so weit. Also sein Team wäre jetzt tot. Guck mal hier oben, ich gehe jetzt mit der Maus auf die Team-Preview, die wir auch haben. Ja. Sein Team wäre tot. Das war ziemlich hart tot. Da wäre nichts gewesen, was dem irgendwie hätte standhalten können. Richtig. Und auf jeden Fall hätte er auch nichts outspeeden können. Es wäre vorbei gewesen. Aber naja, es ist nicht schlimm. Ich habe immer noch genug Antworten. Also ihr dürft nie vergessen, nach einem Hex-Turn heißt es nicht, dass ihr instant verloren habt. Ihr habt immer noch, falls ihr ein gutes Team habt, habt ihr nicht instant verloren. Okay. So, ich gehe auf den Verhöhner mit meinem Heatwin. Wir haben jetzt ein paar Turns übersprungen, aber egal. Damit dieses Pokémon sich nicht mehr hochhalten kann und es funktioniert perfekt. Dieses Cresselia kann wirklich nichts machen gegen mein Heatwin. Also, dass er jetzt auf Psyshock geht, habe ich jetzt nicht verstanden, aber... Ja, er will wahrscheinlich sein Cresselia einfach an dieser Stelle sacken, weil er keinen anderen Switch-In hat und er will wahrscheinlich keinen Burn riskieren.
Und er will einfach nur Schaden auf diesen Heatwind, das ist wahrscheinlich seine erste Prämisse. Jetzt kann er auf jeden Fall in sein Raikou gehen, welches Shiny ist, wo ich auch ein bisschen Angst hatte, dass es Aurasphäre hatte. Das war mein größtes Problem, deswegen bin ich ausgewechselt. Und die Frage ist, ob die Aurasphäre tatsächlich gereicht hat. Hast du spezielles Investment? Ja, das ist speziell irgendwie. Und hier kriegt er noch einen Crit. Und der hat so gemeddert wieder. Also mein Pixie war wirklich der Main-Check für sein Raikou. Und einfach weil er diesen Crit bekommen hat, und kann er jetzt mit Sturzflug und mein Clefable auslocken. Das ist nämlich Füßestäbensief. Da kam kein Protect. Ja, das hätte mir nichts gebracht. Boah, aber doch, er hätte ein bisschen mehr Recoil-Schaden gemacht. Na, vielleicht. Naja, durch Protect kommt schon. Auf jeden Fall gehe ich hier auf meinen Hydreigon, nee, was Gott sei Dank noch... die Leftovers. Na, stimmt. Auf jeden Fall kann ich jetzt in meinen Hydreigon gehen, was auf jeden Fall ein Sucker Punch auf plus 1 von diesem Kraftchef tanken kann. Und kann ihn jetzt mit einem Drachenpuls ausnehmen und mit 1 KP überlege ich noch den Live-Aufschaden, was auch ganz nett ist. Er kann das jetzt in sein Schirm nice. Natürlich, ja, natürlich kommt jetzt der Patronenhieb, aber er ist jetzt auf den Patronenhieb gelockt. Deswegen bedeutet, kann man hier sicher einwechseln. Ja. Richtig. Bedeutet, ich kann jetzt einfach einen Lavaplume abfeuern. Und hier auch ein ganz großer Fehler. Das war nämlich seine letzte Hoffnung, steht nämlich 2 zu, weiß nicht, 3, 4 oder so. Er hätte eigentlich seinen Sherox hacken sollen. Nämlich so hätte er dann in sein Raikou am Ende gehen können. Und hätte so mein ganzes Team nochmal zerlegen können. Indem er einfach Pixie nochmal durch, ich weiß nicht. Hätte mein Pixie einfach mit Dauerblitz Range können. Ja. Ich habe manchmal einen Denkfehler. Aber das passiert nicht. Er hat diesen Fehler leider gemacht. Und damit geht dieser Kampf an mich. Sag souverän dazu. Gewonnen, eigentlich. Ja, souverän trotz will ich jetzt nicht sagen. Trotz der Hex. Trotz der Hex. Ja, trotz der Hex, trotz der Misplays, die ich manchmal hatte. Ja. Trotz, wirklich ein echt spannendes Spiel am Ende noch gewesen. Das auf jeden Fall. Was kannst du noch dazu sagen? Erzähl mal. Wie hast du dich gefühlt? Man sieht natürlich hier in der GPL eindeutig, dass viele Leute sicherer spielen als normal. Hier wagt man einfach keine Overpredicts und das merkt man auch an der Spielweise. Es ist einfach ein ganz anderes Meta, weil es um viel mehr geht. Kann richtig. Man sagen. Und das ist ja noch am Anfang, also ist auf jeden Fall noch klar, dass man hier richtig safe spielen würde. Und das hat auch Luca gesagt. Ich werde die ersten Turns würde auf jeden Fall safe spielen, hat er gemeint. Ja. Also es wäre auch dumm gewesen, in dem Fall teilweise Predicts zu machen. Vielleicht an der einen oder anderen Stelle hätten sie einem geholfen, aber wenn es in die Hose geht, hat man halt verloren. Deswegen habe ich mir auch mehr oder weniger ein Volturn-Team gebaut, weil dort ist der Predicten. Man kann predicten sehr gut. Einfach durch diese Volta-Taktik, wenn er auswechselt, hast du wieder im Switch Advantage und da prediktest du einfach ohne zu predikten. Das ist so ein Paradox. Paradoxon. Und das finde ich halt sehr gut an meinem Team und auch an meinem Teambuilding. Aber du hast den Viability-König geschlagen. Ja, da waren auch sehr viele stolz darüber oder froh darüber. Ja. Parsifan. Parsi. Ja, er sagt es immer wieder. Also. Aber auf jeden Fall, es war ein sehr schöner Kampf, Luca. Also auf jeden Fall ein schönes Spiel. Sehr spannend. GG. Und auch wenn er mich gehext hat, an einigen Stellen ist es echt nicht schlimm. Also, das. Da ist ein Matter. Und ich kann jetzt auch nicht mehr reden, weil ich unkonzentriert bin. Hexen nicht ganz so schlimm, wenn sie nicht meddern. Wenn er jetzt durch die Hex gewonnen hätte und man wirklich sagen kann, er hat durch die Hex gewonnen, wie zum Beispiel bei Present im ersten Kampf. Oder bei Razer gegen Fan mit Let's Play im zweiten. Ja. Das sind so Momente, wo man sich denkt, das hätte jetzt nicht sein müssen, aber in dem Fall haben sie einfach nicht gemeldet, du hast trotzdem gewonnen und da sage ich, ach komm, ist egal. Okay. Auf jeden Fall, ich wünsche Luca und auch allen anderen in der GPL noch viel Glück und viel Spaß auf jeden Fall. Also mir macht es bis jetzt echt extrem viel Spaß und da muss man wirklich sagen, danke Present und Razer für diese Chance. Und ja, mir macht es ja auch als Zuschauer, kann ich auch sagen, unheimlich viel Spaß. Und dann würde ich sagen, ich hatte folgendes für Sie vorbereitet, diesen GPL-Kampf. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Tier Fortuna. Ja, meine Damen und Herren, quasi. Ja. Tüdeli, ja, hoho. Oh Mann, das war super.